am Freitag in Rimpa. Das ist die einmalige Chance, dann eben im First-Four-Turnier, wie das genannt wird, dann am Sonntag ein Finale zu haben. Und da wollen wir unbedingt hin. Unsere Jungs sind da heiß drauf. Wir sind froh, dass wir in der Halle stehen wieder und auch wieder Punktspiel haben. Jeder hat die Entscheidung auch herbeigesehnt, dass deutsche Meisterschaft stattfindet. Und jetzt können wir uns beweisen. Der 04er, 05er Jahrgang, das ist jetzt gerade für den 04er Jahrgang die letzte Chance in der B-Jugend, sich zu zeigen, zu beweisen. Und das bin ich mir sicher, sind alle 110% motiviert. Ja, wir Und sind. seit Februar sind wir, Anfang Februar sind wir im Training. Die Jungs sind total heiß jetzt auf das Spiel im Rimpa. Wir sind froh, dass wir die Chance nochmal bekommen, mit dem B-Jugendjahrgang 04, 05 nochmal gemeinsam in der Halle zu stehen. Wir haben keine Verletzten zurzeit. Wir sind alle fit. Wir hoffen, dass es bis Freitag natürlich so bleibt und gehen hochkonzentriert dann die Sache an. Am Sonntag haben wir dann ein Heimspiel in der Stadthalle Oestringe. Wenn wir dann in Rimpa gewinnen, da wird dann der Gegner Niederroden-Rottgau sein oder Leipzig. Und der Sieger von diesem Spiel wird dann in einem Final Four im Juni teilnehmen. Und das wäre natürlich für alle nochmal ein riesiges Highlight, was das betrifft. Aber zuerst ist Rimpa im Fokus, zuerst wird das Spiel in Rimpa gewonnen werden müssen und dann sehen wir und hoffen, dass wir dann am Sonntag dann eben das Heimspiel bestreiten dürfen.